Herzlich willkommen! Hallo, das ist wieder der Xi. Mit einem neuen Projekt, wir zocken Super Metroid. Ja, nicht ganz. Wir zocken den sogenannten Super Metroid Root Randomizer. Und ursprünglich hatte ich ja geplant, dass ich den Super Metroid Randomizer Let's Playen würde. Jetzt, in der Zwischenzeit kam allerdings. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. In der Zwischenzeit kam allerdings der Super Metroid Root Randomizer raus. Und abgesehen von der Änderung hier, the urn was about to begin. Oh ja. Abgesehen von dieser Änderung und einer weiteren, die relativ auffällig ist, ist jetzt hier am Anfang nichts verändert. Ich werde jetzt erstmal erklären, was der Super Metroid Randomizer gemacht hat und erkläre dann, was der Super Metroid Root Randomizer genau macht. Der Super Metroid Randomizer, oder auch Item Randomizer genannt, nahm Einfluss auf die Position der Gegenstände, die man im Spiel finden konnte. Und zwar gibt es ja im Spiel im Grunde genommen zwei verschiedene Typen von Gegenständen. Die großen Gegenstände, also Anzugverbesserungen, Beamverbesserungen und die Reservetanks. Und die kleineren Gegenstände, Energietanks, Raketen, Pakete und so weiter. Abgesehen von Morphball und den Morphballbomben wurden die großen Gegenstände ihren alten Plätzen zufällig zugewiesen. Was halt dann neuen Schwung in das Spiel brachte, da man sich dann an verschiedensten Punkten im Spiel anders zurechtfinden musste. Beispielsweise gab es den sogenannten Health Run, was bedeutete, dass man in Norfair ohne den Various Suit zurechtkommen musste. Oder Suitless Meridia. Wobei das die einzige Sache war, die man beim Original, nicht Original, beim Super Metroid Randomizer einstellen konnte, ob man Suitless Meridia haben möchte, ob man es ausschalten möchte oder ob man einfach nur die Möglichkeit gegeben haben möchte, dass das möglich ist. Ansonsten wurden noch die kleinen Gegenstände bis auf die ersten 5 Raketen komplett zufällig gesetzt. Das heißt, auch deren maximale Anzahlen, die im Spiel vorkamen, waren per Zufall gesetzt. Und ja, so konnte man halt von den Raketen beispielsweise mehr haben als normalerweise im Spiel geplant. Ja, soviel zum normalen Randomizer. Was wir jetzt zocken, ist der Root Randomizer. Der Unterschied ist, dass der Root Randomizer uns nun nicht nur die Gegenstände verändern kann, sondern gleich den kompletten Planeten Cebes umgebaut hat. Und zwar baut der Root Randomizer aus den originalen Räumen, die es in Super Metroid gab, eine neue Welt auf gewissermaßen, wie wir demnächst sehen werden. Und da gibt es verschiedenste Sachen, die man einstellen kann. Zum einen gibt es beim Root Randomizer 4 verschiedene Spielmodi. Der erste ist der lineare Modus, also Linear Mode, bei dem uns unser Hauptweg durch blaue Türen gekennzeichnet ist und bunte Türen, also andersfarbige Türen, bringen uns zu optionalen, also zu Gegenständen, die wir auf jeden Fall uns holen sollten. Also ich habe jetzt privat zweimal im linearen Modus angefangen und bin mit keinem von beiden bisher durch. Das wird jetzt sehr interessant. Mit einem hänge ich momentan bei Mother Brain und bin wahnsinnig schlecht ausgerüstet. Der zweite Modus, den wir hier auf Let's Play spielen, das ist der Branching Mode. Dem Namen entsprechend gibt es hier nicht einen linearen Weg, sondern viele verästelte. Und ja, jetzt werde ich gleich mal speichern, denn es ist nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass ich gleich hier auf dem Weg zum ersten wichtigen Komplex drauf gehe. Bevor ich weiter auf die Einstellungen des Root Randomizer angehe, eine Sache, die wir jetzt hier gleich am Anfang sehen werden, eine Sache, die im Root Randomizer immer gleich ist, und zwar die Räumlichkeiten, in denen man, wobei ich sehe mal erstmal hier drüben nach, die Räumlichkeiten, in denen man normalerweise den Morphball findet und die ersten 5 Raketen, diese sind zusammen mit, das fängt ja herrlich an, die sind zusammen mit dem Raum, in dem man gegen diese verseuchte Shoto-Statue kämpfen muss,
Ein Bereich, den wir immer finden werden, damit wir halt diese ersten paar Gegenstände gleich bekommen. Sehr gut. Wie man hier sieht, ist keine Wasserphysik da. Das hier kann auch nicht mehr kaputt gemacht werden. Das sind jetzt wirklich zwei gekreuzte Wege in dem Sinne. Oh, wir bekommen den Plasma-Beam. Super. Aber man sieht ja schon, die Räume sind jetzt komplett zufällig zusammengesetzt worden. Aber die Struktur ist jetzt auch fest. Wir haben auch keine Karte. Das ist mir jetzt fast schon etwas. Das ist mir suspekt, muss ich sagen. Ja, dass wir keine Karte haben, ist natürlich nachvollziehbar, da. Ah, hier haben wir es schon. Da wir hier durch Räumlichkeiten durchgehen, jetzt überlappen die sich ja eh schon. Und das kann man in einer Karte halt dann nicht mehr darstellen. Zumindest nicht in einer zweidimensionalen. So, jetzt sind wir in diesem besagten ersten Bereich. Hier finden wir nun den Morphball. Daneben sind die Räumlichkeiten auch erstmal noch dieselben. Und gleich anschließend befindet sich dann der Raum mit den Morphballbomben. Dass ich jetzt den Plasma-Beam gefunden habe, das ist wahnsinnig gut. Das ist ein schöner Anfang, jedenfalls besser als bei den anderen. Ja, also weiter zu den Einstellungen. Es gibt noch zwei andere Modi und das sind beides welche, die auf dem Prinzip des linearen Modus basieren. Bei dem einen ist der Randomizer dann auf 50 und bei dem anderen auf 150 Räume eingestellt. Nebenbei, der, den wir jetzt spielen, der umfasst 152 Räume. Allerdings hat man halt das. Allerdings wird der mit 150 Räumen als der einfachste beschrieben, da man dabei natürlich dann auch die meisten Gegenstände bekommen kann. Und der mit 50 Räumen ist dann so ziemlich die schwerste Einstellung, da man dann fast keine Gegenstände erhält. Und glaubt mir, wenige Gegenstände zu haben, das wirkt sich später so arg aus. Dann nimmt der Randomizer natürlich auch wieder, wie der andere Randomizer, einen Einfluss auf die Gegenstände, die man finden kann. Je nachdem. Ja, das war's schon. Das war zu erwarten. Man kann allerdings in diesem Fall einstellen, welche Gegenstände vertauscht werden sollen. Ob man nur die kleineren an das Gesetz haben möchte. Ob die großen an das Gesetz werden sollten. Oder beide. Oder man kann auch einstellen, dass gar keine sind. Aber das fände ich beim Root Randomizer etwas witzlos, da hier sowieso die ganzen Räumlichkeiten per Zufall angeordnet sind. Das heißt, naja, sich im Raum des zum Beispiel Wavebeams zu befinden und zu wissen, dass man den Wavebeam bekommt, ich weiß nicht, ob das so viel wert ist. So, der Chargebeam befindet sich anscheinend beim Root Randomizer auch immer hier in den Räumlichkeiten. Irgendwo nachvollziehbar, bei manchen Bossen, wenn es blöd läuft, hat man einfach nicht die nötigen Raketen, um bestimmte Gegner zu erledigen. Das kann durchaus vorkommen. So, hier ist Gott sei Dank keine Hitze. Ja, dann kann man noch einstellen, dass die Gegenstände in den Räumen, wo man sie normalerweise finden würde, dass sie da auch noch irgendwo in den Wänden versteckt sind. Okay. Ich habe hier, wie man schon sehen kann, eingestellt, dass beide Gegenstandsarten vertauscht werden sollen. Und dabei wird dann auch nicht mehr zwischen den Gegenständen von der Wertigkeit her unterschieden. Dementsprechend können wir auch größere Gegenstände einfach so finden. Der Root Randomizer ist hier schon zigmal freundlicher zu mir als in meinen privaten Durchläufen. Gut, aber ja. Ja, habe ich das gerade zu Ende erklärt. Jedenfalls kann man dem Root Randomizer auch nur sagen, dass er eben die Gegenstände irgendwo in den Wänden versteckt. Das heißt, man müsste halt dann alle Wände abklappen. Das habe ich jetzt mal nicht eingestellt, weil ich mir denke, das würde einfach nur ewig lang dauern und ist letzten Endes nicht wirklich was Sehenswertes. So, mal sehen, was bekommen wir hier? Raketen. Okay. Ich habe das Lebenspunkteproblem, merke ich. Ja, in Health Run kann man hier auch einstellen oder ausstellen, je nachdem, wie man möchte. Okay, jetzt sind wir hier. Und zwar gibt es da vier Stufen, die man einstellen kann. Das ist jetzt nicht die Reihenfolge, die ich vorgesehen hatte bei der Erklärung, aber das macht ja nichts. Okay.
Okay, ich will jetzt hier eigentlich kein Risiko eingehen. Ich gehe erstmal oben lang. Da kann man 4 Stufen einstellen. Die nullte Stufe ist, dass gar keiner kommt. Bei der ersten Stufe, das ist die, die ich ja auch eingestellt habe, da kommen relativ einfache, also ich weiß jetzt nicht, was einfach bedeutet, aber es kommen halt eher einfache heiße Räume. Und aber auch erst, wenn uns theoretisch eine genügende Anzahl an Energietanks gegeben wurde. Also, dass sie halt so da lag, dass sie halt bekommbar waren. Dann auf der Stufe 2 sind es schwerere Räume. Und lasst mich kurz überlegen. Ach, schon wieder nur Raketen. Ich brauche Lebenspunkte, verdammt. Wie war das nochmal? Ja, ich habe es mir kurz bevor ich die Folge angefangen habe, nochmal angesehen, aber ich habe es jetzt gerade wieder nicht mehr im Kopf. Das ist schlecht. So, hier gibt es 2 Türen, ne? Okay. Ich hoffe mal, dass hier auch die roten Türen mich wieder zu Optionalen bringen. Also, ich meine, das ist nicht so eingestellt, aber einen Versuch ist es wert, wenn ich gleich Hitze sehe. Nein, das ist definitiv keine Hitze. Auf jeden Fall auf Stufe 3 gibt es dann gar keinen. Gibt es dann garantiert keinen Anzug mehr. Ach ja, genau. Und genau beim zweiten Level war es so, dass die Anzugverbesserungen nur findbar waren, wenn man den Mittelpunkt erreicht hat. Ich weiß zwar nicht, was hier als Mittelpunkt definiert wird, aber hat mich eh nicht zu interessieren. So, man sieht ja auch, dass das Spiel nicht so ganz damit zurechtkommt, dass wir das Gebiet hier wechseln. Wir haben immer noch die Musik von 2. Meridian. Stört mich jetzt aber nicht wirklich. So, und hier in diesem Raum werde ich. Ja, ich sehe mir den anderen Raum lieber noch an, aber in diesem Raum hier werde ich schon einen der etwas spezielleren Tricks vollführen müssen, die es in Super Metroid gibt. Nämlich den sogenannten Mockball. Der Mockball, ich weiß nicht, ob es im Spiel so vorgesehen war, aber auf jeden Fall funktioniert er in etwa so. Moment, hier könnte ich ihn ja eh mal. Wir laufen, springen, halten die Sprungtaste gedrückt und ich weiß nicht gerade. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er geglückt ist, aber normalerweise, wenn man dann auftrifft, dann prallt der Morphball nicht auf und ist beim Rollen schneller. Und das benötigt man bei dem Raum, den wir gerade eben gesehen haben, damit man unter dieser Schleuse auch ohne Speedbooster noch durchkommt. Sehr gut, dass ich hier nochmal nachgesehen habe. Andere optionale Gänge hatten wir gerade noch nicht. Ja gut, ich hätte mich da theoretisch nach unten fallen lassen können. Das Problem ist, wenn ich mich da nach unten fallen lasse, komme ich nie wieder hoch. Jedenfalls nicht ohne irgendwie einen anderen Weg wieder zu finden, der mich in die Anfangsräumlichkeiten bringt. Das ist beim Branching Mode durchaus möglich, aber ich verlasse mich nicht drauf. So, die nötige Plattform haben wir hier auch. Und ich glaube, ja genau, ich muss noch die High Jump Boots ausstellen, damit das auch richtig funktioniert. So. Und hopp. Mal sehen, ob es klappt. Ah, verdammt. Oh mein Gott. Gut, dass da der Raum noch dazwischen ist. Ich dachte gerade schon, ich muss das jetzt. Das ist auch nicht besser. Ja, das ist schon mal falsch. Es sei denn, ich krieg den auch hier hin. Moment, nein. Oh wei, oh wei. Moment. So. Mal sehen. Reicht's? Ja, ich muss sprinten dabei. Ich brauche wirklich den Sprintlauf. Weiß noch gerade nicht, ob das hier ausreicht. Es muss ausreichen. Ja, so hat das nicht hin. Nee. Ich brauche dann den Sprintsprung. Moment.
Nee. So reicht das nicht. Ich muss den Sprung schon von dem anderen Raum ausmachen. Andererseits muss ich den wahrscheinlich auch schon von hier machen. So. Mal sehen. Ja, genau, da haben wir den Mockball. So muss das aussehen. So, jetzt gehe ich aber hier gleich mal nach oben, denn hier oben befindet sich noch ein Gegenstand. So, und weitere Einstellungen, um auf die letzten Einstellungen des Root Randomizers noch zu sprechen zu kommen. Man kann auch die einzelnen Gegenstände, die man hier finden kann, natürlich ausschließlich wieder der Gegenstände, die man am Anfang findet, die man finden muss, kann man auch noch einstellen, soll es sie geben können, soll es sie explizit nicht geben können. Oder sollen sie unbedingt auffindbar sein? So, nächsten Raketen. Herrlich. So, darunter kommen wir hier nicht mehr. Das ist in Randomizer zugebaut worden, warum auch immer. Auch dieser Gang, bei dem man herauskommt, wenn man Sporespawn im Original erledigt hatte, der ist auch nicht mehr da. Kommen wir problemlos rüber. Ich warte ja bloß darauf, dass der erste Raum mit Hitze kommt. Gott. Ja, der Raum ist schrecklich, wenn man... Oh Gott. Lauter solche Gegner, die viel zu viel Schaden reindrücken. Moment, den lasse ich herunterhüpfen. Ich weiß, dass der herunterhüpft. Ja, ja. Kenne ich schon. Den Raum kenne ich zur Genüge. Und diese Gegner sind auch sehr gefährlich. Und was ich mir aber auch gerade so denke, ich gehe mal zurück. Denn die Speicherräume befinden sich im Root Randomizer trotzdem immer noch da, wo sie vorher waren. Also wenn man weiß, wo sich ein Speicherplatz im Originalspiel befunden hat, dann findet man ihn auch im Root Randomizer. Muss ich mich zwar jetzt erstmal dann in diesem Raum hier nach oben durchkämpfen mit meinen paar Lebenspunkten. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich habe wenigstens einen Plasma-Beam und erledige meine ganzen Gegner auf einen Schuss. Was schon mal sehr positiv ist. Okay. Ganz vorsichtig. Moment. Hier befindet sich auch noch ein Gegenstand. Ich würde gerne mal den ersten Energietank finden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach ja. Ein Reservetank. Früher mal mit dem Kappa-Smiley von Twitch TV bekannt. Bezeichnet. Jetzt mit... Wie ist der Smiley? Doggy? Ich weiß es gerade nicht. Aber der wird also bezeichnet, weil es halt ein großer Gegenstand ist und im normalen Randomizer hatte man halt das Problem, dass ein Reservetank zumindest am Anfang das Schlimmste war, was man finden konnte. Da... Naja, der Reservetank so ziemlich der unnützeste große Gegenstand war, den man bekommen konnte, abgesehen von Springball, wobei selbst den Springball konnte man besser einsetzen. Der Reservetank war halt nur... etwas wert, wenn man wusste, dass man einen Health Run vor sich hat. Dann waren Reservetanks natürlich brauchbar, denn das hieß mehr Lebenspunkte. So. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Und ich würde dann sagen, ich mache hier auch gleich mal den ersten Schnitt. Ich weiß, die Folge ist jetzt nicht besonders lange, aber es sollte jetzt einfach mal erstmal so ein gewisser Vorgeschmack auf das sein, was uns hier noch erwartet. Ich erwarte die Hölle. Nicht in Form meines Hellruns. Aber naja, wir werden sehen. Das war's auf jeden Fall vom Super Metroid Root Randomizer für heute. Ich bin Xi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.